Ich rufe Tagesordnungspunkt 8 auf, die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion DIE LINKE für ein Gesetz zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung HGO, Drucksache 19-2412. Zur Einbringung erteile ich Frau Schott, Fraktion DIE LINKE, das Wort. Vereinbarte Redezeit ist 7,5 Minuten. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte zunächst etwas zur Entstehung dieses unseres Gesetzentwurfs berichten, denn das erschließt sich ja nicht so unmittelbar. Vor einiger Zeit kam eine behinderte Kommunalpolitikerin auf uns zu, die uns berichtete, dass es ihr in Ausübung ihres Mandates im Zusammenhang mit ihrer Behinderung in ihrer Kommune nicht gut erginge und dass man nicht all die Dinge, die notwendig und sinnvoll wären, die sie brauchen würde, um ihr Mandat sinnvoll auszuüben, tatsächlich so herrichten würde, wie sie das brauche, und dass man ihr erklärte, womit sie zurechtzukommen habe und wie sie damit umgehen soll. Sie fühlte sich dadurch diskriminiert, hatte andere Vorschläge, die ein wenig kostenaufwendiger gewesen wären, die waren aber nicht umzusetzen. Das war der Anlass, weshalb wir uns mit dem Thema befasst haben. Dieser Anlass führte dann in der Auseinandersetzung mit dem, was zu tun wäre, dazu, dass wir auf einen alten Gesetzentwurf der GRÜNEN-Fraktion gestoßen sind, der uns an der Stelle durchaus hilfreich und zielführend erschien. So haben wir heute die Situation, dass wir etwas wieder diskutieren, was in diesem Hause vor vielen, vielen Jahren schon einmal diskutiert worden ist und damals leider abgelehnt wurde. Die Begründungen lassen sich ja leicht nachlesen, geht auch recht fix, und man stellt fest, dass gesagt worden ist, eigentlich steht in der HGO schon alles drin. Die Menschen mit Behinderung brauchen hier keine besondere Erwähnung, denn sie sind sozusagen schon mitgemeint. Seither hat sich eine Menge im Allgemeinen der Behindertenpolitik getan. Es hat sich weltweit, bundesweit und auch an manchen Stellen in Hessen viel verändert. Wir haben die UN-Behindertenrechtskonvention seit vielen Jahren, den Nationalen Aktionsplan dazu, der mit 12 Handlungsfeldern beschreibt, was zu tun sei, und wir haben den Hessischen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Dazu gehört ein eigener Absatz, der sich mit der Sicherstellung der Beteiligung von Menschen mit Beeinträchtigung am politischen und öffentlichen Leben beschäftigt. Im Artikel 29 der Konvention werden aktives und passives Wahlrecht explizit genannt. Im Hessischen Aktionsplan findet sich aber trotz einer langen Beschreibung, was man alles dafür tun muss, dass Menschen an Wahlen teilhaben können, kein einziges Wort dazu, wie man die Ausübung eines Mandates für Menschen mit Behinderung vereinfachen will und erleichtern will und welche Schritte gegangen werden sollen und müssen, damit Menschen mit Behinderung sich angesprochen und angeregt fühlen, sich aktiv an der Gestaltung der Politik zu beteiligen. In der Hessischen Gemeindeordnung steht jedem das Recht zu, ein Mandat auszuüben. Klar, das Recht ist ja auch nicht strittig. Niemand darf benachteiligt oder daran gehindert werden, sich um ein Mandat als Gemeindevertreter oder Gemeindevertreterin zu bewerben. Ich beziehe mich hier auf § 35a mit der Sicherung der Mandatsausübung. Das steht ja im Gesetz. Aber daraus folgt noch nicht automatisch, dass die notwendige Unterstützung für bestimmte Teile der Bevölkerung, auch in der Gemeindevertretung dann wirklich vertreten zu sein, tatsächlich da ist. Das heißt zwar im Allgemeinen, es darf keiner daran gehindert werden. Es wird auch keiner daran gehindert. Das würde ich nicht behaupten. Die Frage ist aber, inwieweit wir insbesondere Menschen mit Behinderung ermutigen und ihnen den Weg leichter machen. Und diese Frage können wir in Hessen leider nicht positiv beantworten. Wenn wir uns die realen Verhältnisse anschauen, dann stellen wir fest, dass Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker mit einer Behinderung zu einer kleinen Minderheit gehören. Es gibt nicht einmal eine ausreichende Statistik darüber, wie viele Kommunalpolitikerinnen in Städten und Gemeinden und Landkreisen vertreten sind. Auf den prozentualen Anteil von Menschen mit einer Schwerbehinderung in Firmen und Betrieben, auf den wir uns vor langer Zeit verständigt haben, die 5 %,
dürfte der prozentuale Anteil von Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern mit Behinderung noch lange nicht kommen. Das zumindest zeigt die gelebte Erfahrung. Wenn hier im Haus jemand ist, der von seinem kommunalen Parlament zu Hause etwas anderes zu berichten weiß, dann möge er oder sie das tun. Aber ich glaube, Sie werden das alle bestätigen, das, was wir da erlebt haben. Das ist eben so, dass wir dort keine adäquate Vertretung haben. Es gibt zwar nur wenige Fälle, in denen kommunale Politiker mit Behinderung sich über Barrieren in ihrem Ehrenamt beklagt haben. Doch das liegt nicht daran, dass es keine oder wenige Barrieren gibt, sondern daran, dass es schlicht und ergreifend wenige Menschen mit Behinderung in den kommunalen Parlamenten gibt. Und das liegt einfach daran, dass die vorhandenen Barrieren, die Anstrengungen, die Schwierigkeiten, die da sind, schon dahingehend wirken, dass die Menschen sich gar nicht erst um ein Mandat bemühen, geschweige denn es erlangen. Und das ist doch etwas, was wir dringend ändern müssen. Und dazu sollten wir nach Mitteln und Wegen suchen, die wir von hier aus angehen können. Unser Entwurf ist ein Schritt in diese Richtung. Deshalb sollte es selbstverständlich sein, wenn wir von einer barriere- und diskriminierungsfreien Welt sprechen, dass auch kommunale Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, die aufgrund ihrer Behinderung finanzielle oder andere Mehraufwendungen erbringen müssen, diese erstattet bekommen. Ich glaube, das ist doch das kleinere Problem. Trotzdem muss man es noch einmal deutlich sagen. Aber auch in den Rathäusern und Kreishäusern müssen die Möglichkeit der Ausübung der Mandate diskriminierungsfrei geschaffen werden. Denn auch das ist noch nicht immer und überall wirklich zufriedenstellend gelöst. Nachteile jeglicher Art, sei es finanziell oder praktische, müssen ohne Wenn und Aber ausgeglichen werden. Und, meine Damen und Herren, ich bin nicht der Meinung, dass wir mit diesem kleinen Gesetzentwurf alle Probleme lösen werden. Aber ich bin der Meinung, dass wir mit diesem kleinen Gesetzentwurf einen Schritt in eine richtige Richtung tun. Und wenn Sie, meine Damen und Herren von den GRÜNEN und der CDU, bereit sind, darüber zu diskutieren und an der Stelle auch noch mehr zu tun, hätte ich auch noch einige weitergehende Vorschläge. Und wir können gemeinsam beraten, wie wir es hinbekommen, Menschen mit Behinderung dahingehend zu animieren, zu unterstützen und zu verstärken, dass sie sich einbringen für Dinge, die uns alle interessieren, für die speziellen Interessen und Belange von Menschen mit Behinderung, dass sie sie selber vertreten, dass nicht andere über sie reden, so wie wir es hier im Moment tun müssen, leider, sondern dass sie in der Lage sind, für sich selber zu sprechen, dass sie das umsetzen können, dass sie das in den Gremien vor Ort, in den Gemeinderäten, in den Stadträten, in den Kreistagen auch einbringen können und sagen können. Und da müssen wir doch an einen Punkt kommen, wo wir sagen, wenn wir einmal so viele Menschen mit Behinderung prozentual in diesen Gremien haben, wie wir es in unserer Gesellschaft haben, dann haben wir unser Ziel von Inklusion erreicht. Bis wir das nicht erreicht haben, müssen wir alle die Dinge tun, die wir für sinnvoll, richtig und wichtig halten, um in diese Richtung zu gehen. Und jeder kleine Schritt dafür ist ein wichtiger und ein richtiger. Und deshalb ist dieser kleine Entwurf, es ist ein kleiner und es bleibt ein kleiner, aber dieser kleine Entwurf ein Anstoß, etwas dafür zu tun, dass wir hier gemeinsam tun sollten. Sie kommen zum Schluss, Frau Schott. In diesem Sinne, denke ich, sollten wir in die Debatte gehen und sollten schauen, was können wir tun zur Verbesserung und zur Inklusion für die Menschen mit Behinderungen in unserem Land. Und ich glaube, dass das dringend notwendig ist. Wir sind auch all die vielen Jahre nach dem ursprünglichen Entwurf noch nicht am Ziel angelangt. Leider. Herzlichen Dank. Danke, Frau Schott. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Bauer das Wort. Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu meiner noch aktiven Zeit als Lehrer war es immer so, wenn ich jemanden beim Abschreiben erwischt habe, habe ich immer das Gespräch darauf geführt, warum er denn abgeschrieben habe. Das macht einen schlechten Eindruck. Man unterstellt Faulheit, man unterstellt Ideenlosigkeit oder Planlosigkeit und häufig auch kein ernsthaftes Interesse an der Sache. Und deshalb ist mir aufgefallen, Sie haben das zwar sibyllinisch angedeutet, aber Ihre Drucksachennummer, die Sie einreichen und heute hier begründet haben, 192412, ist nahezu wortidentisch mit einem Anliegen der GRÜNEN-Fraktion aus dem Jahr 2003, die damals schon genau das Gleiche wollten. Sie haben sich wahrlich keine Mühe gegeben in der Sache. Gleichwohl muss man sich mit dem, was Sie hier vorgetragen haben, ernsthaft auseinandersetzen. Aber das haben wir ja 2003 schon gemacht, und die Sachlage ist keine andere.
Denn damals wurde Ihnen schon gesagt, und da gebe ich zumindest einmal die Quelle an, hat damals der damalige Innenminister Volker Bouffier schon für alle vorneweggestellt, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass es in Hessen gilt und galt und auch in Zukunft gelten wird, dass Behinderte, kommunale Stadtverordnete, Kreistagsabgeordnete und andere Kollegen selbstverständlich in den Stand versetzt werden müssen, ihre kommunalpolitische Arbeit in gleicher Weise effektiv und ohne Nachteile durchführen zu müssen, wie das auch Nichtbehinderte tun können. Das ist eine Selbstverständlichkeit, und ich glaube, das sieht das ganze Haus ebenfalls so, meine Damen und Herren. Was ist jedoch der Unterschied? Schon damals wurde unterstellt, das Ganze sei, weil es sachlich nicht geboten ist und wir bereits eine Regelung der Hessischen Gemeindeordnung haben, dass das durchaus eine parteipolitisch eingefärbte Initiative ist, die der Sache als Ganzes nicht dienlich ist. Man muss damals wie heute feststellen, wo gibt es denn einen konkreten Fall, in dem die entsprechende Unterstützung nicht gewährt worden ist. Und man musste damals schon feststellen, weil Sie es ja eins zu eins übernommen haben, dass es auch leider handwerkliche Fehler in dem entsprechenden Gesetzentwurf gibt. Denn Sie schließen damals wie heute die sachlichen Unterstützungen aus, und Sie beziehen sich allein auf finanzielle Unterstützungen. Meine Damen und Herren, es muss durchaus möglich sein, dass, wenn Kommunen es erachten, dass zur Ausübung des Mandats von behinderten Personen Sachmittel geboten sind, wie beispielsweise eine Lesehilfe, dass auch diese Sachmittel gewährt werden können und man sich nicht allein auf die finanziellen Aspekte beziehen kann. In der Debatte 2003 wurde schon mehrfach festgestellt, dass wir bereits eine Regelung haben der Hessischen Gemeindeordnung, die es ermöglicht und auch klarstellt, dass behinderte Menschen die entsprechenden Mittel bekommen, damit sie das Amt und ihr Mandat in gleicher Weise auch ausüben können. Und, meine Damen und Herren, es wird auch unter dieser Landesregierung sicherlich eine ähnliche Auffassung geben, dass wir die Hessische Gemeindeordnung in § 27 mit diesen Regelungen, die sich ja nicht verändert hat, in gleicher Weise auch wahrnehmen. Meine Damen und Herren, wir sind der Auffassung, dass wir, weil es schon eine entsprechende Regelung gibt, wir diesen Gesetzentwurf nicht brauchen. Es gab damals, 2003, schon eine breite Anhörung, in der die Kommunalen Spitzenverbände ihre Meinung auch entsprechend kundgetan haben. Da wir aktuell eine entsprechende Gesetzesänderung der Hessischen Gemeindeordnung am Laufen haben, ist es ein leichtes, ihr Anliegen den Kommunalen Spitzenverbänden zur Bewertung vorzulegen, damit sie die Argumente von damals noch einmal verinnerlichen können. Ich darf feststellen für meine Fraktion, wir brauchen diese Regelung nicht, weil sie letztendlich entbehrlich ist. Wir haben jetzt schon in der Hessischen Gemeindeordnung in Verbindung mit den entsprechenden Regelungen im Grundgesetz in Artikel 3 jetzt schon die Gewährleistung, dass die Ausübung eines kommunalen Mandats auch unterstützt wird durch die Gewährung von sachlichen und finanziellen Hilfen. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Bauer. Zu einer Kurzintervention hat sich Frau Schott, Fraktion DIE LINKE, gemeldet. Offensichtlich ist Ihnen entgangen, Herr Bauer, dass trotz all der schönen Worte die Zahl der Menschen mit Behinderungen in den kommunalen Parlamenten nicht gestiegen ist. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ist, wenn Ihnen an dem Gesetzentwurf etwas fehlt, habe ich da überhaupt kein Problem damit, wenn Sie das ergänzen oder wenn wir das sogar gemeinsam ergänzen. Wenn Sie das davon abhält, dem Entwurf zuzustimmen, haben Sie mein vollstes Entgegenkommen. Danke, Frau Schott. Herr Bauer, Sie verzichten auf eine Antwort. Dann darf ich für die SPD-Fraktion Herrn Rudolph das Wort erteilen. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Werte Kollegen von der Fraktion DIE LINKE, Ihr Gesetzentwurf hat zwei Nachteile. Erstens stammt er aus einer Oppositionsfraktion. Das ist bei Schwarz und Grün grundsätzlich schlecht. Und zweitens, Strafverschärfen wirkt sich bei Ihnen aus, dass es von den LINKEN kommt. Und deswegen müssen Sie, und das sage ich für die Zuhörerinnen und Zuhörer, der kann gut sein, inhaltlich begründet sein, spielt alles keine Rolle. Und das meine ich jetzt sehr ernst, Herr Bauer. Wie man bei einem solchen Thema so unsensibel herangehen kann. Sie stellen sich einfach hin. Sie stellen sich hier einfach hin. Das ist alles gar kein Problem. Jeder, der Beeinträchtigungen hat, kann sich um ein kommunales Mandat bewerben. Das hat gar keiner bezweifelt. Hier geht es um die praktischen Auswirkungen, wenn jemand ein kommunales Mandat besitzt und Beeinträchtigungen hat. Wir haben im Hessischen Landtag für einen Kollegen bauliche Maßnahmen
getroffen, damit er dieses Amt ausüben kann. Und hier geht es um wenige Ehrenamtliche im Lande Hessen. Und hier gibt es augenscheinlich ein Problem, weil seitens des Regierungspräsidiums Kassel auf Initiative der Stadt Kassel Handlungsbedarf gesehen wird. Ob wir das per Änderung der HGO regeln müssen, da habe ich meine Zweifel. Ich könnte mir auch gut vorstellen, wenn wir etwa die Auslegung des Bundesverfassungsgerichts zum Kopftuch per Erlass regeln, dann kann man auch einen Erlass des Innenministers zum § 27 Entschädigung der HGO machen, dass auch für Menschen mit Behinderungen die Kosten, wenn sie Personen haben, die sie unterstützen, erstattet werden von der jeweiligen Gebietskörperschaft. Das ist ein ganz pragmatischer Vorschlag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn Sie schon das eine hochpolitische Angelegenheit per Erlass, übrigens der Erlass des Innenministers ist sehr allgemein gehalten zum Kopftuch, um das mir einflechten zu lassen und wird kein einziges Problem lösen. Aber das ist eine andere Baustelle. Und wie der Kollege der CDU sich dann hier hinstellt und sagt, das wäre abgeschrieben von den GRÜNEN. Ja und? Wenn es inhaltlich gut ist, kann man auch von anderen was übernehmen. Wo ist das Problem? Wenn Sie nicht lernfähig sind, Herr Bauer, ist das weniger Ihr als unser Problem. Nein, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier geht es wahrscheinlich aus der Praxis um wenige Fälle, wo ehrenamtliches Engagement. Sie wollen Ehrenamt in die Verfassung aufnehmen. Das gilt aber bei Ihnen immer nur sonntagabends. Montagmorgen im realen Alltag interessiert Sie das alles nicht. Hier geht es um einen kleinen Sachverhalt, wahrscheinlich von wenigen Menschen, die betroffen sind. Und dann ist es Aufgabe eben der Politik, wenn es Probleme gibt, dies zu lösen. Ich glaube, man könnte das per Erlass regeln, damit klargestellt ist, das sind Kosten, die fallen an für ehrenamtliche Tätigkeiten in der kommunalen Gebietskörperschaft. Und dann ist das genauso zu behandeln wie Sitzungsgeld, Kilometergeld und andere Entschädigungen. Das kann man regeln, wenn man es nicht will, wenn man es will. Dass Sie es nicht wollen, Herr Bauer, haben Sie eben sehr deutlich gemacht. Und, meine Damen und Herren, ich bin relativ sicher, es wird getoppt vom Vertreter der GRÜNEN. Der wird sich jetzt hier hinstellen. Das, was 2003 von den GRÜNEN richtig war, muss heute noch lange nicht richtig sein, weil es ja eine andere Fraktion übernommen hat. Das wird wahrscheinlich getoppt, meine Damen und Herren. Das ist eben nicht die Position der SPD. Und deswegen, wenn Sie diese Initiative, wie wir das administrativ umsetzen, da sind wir sehr offen. Ich bin für ein vereinfachtes Verfahren. Also per Erlass finde ich die beste Lösung. Wenn Sie diese Initiative nicht unterstützen, sollten Sie bitte das Gerede und das Geschwätz, wir wollen auch Menschen mit Behinderungen Möglichkeiten geben, sich ehrenamtlich zu engagieren in der Kommunalpolitik, bitte nie mehr in den Mund nehmen, weil das ist so etwas von unglaubwürdig. Jetzt wollen wir konkretes Handeln. Und Herr Bauer, Sie sind ideologisch so verbohrt bei solchen Themen, nur weil es die Fraktion der LINKEN macht. Aber wahrscheinlich hätte auch das Thema, wissen Sie, Herr Innenminister, von unverschämt zu reden, erstens steht Ihnen nicht zu, hier dazwischen zu rufen, um das einmal sehr deutlich zu sagen. Nein, nein, ich bin es langsam leid. Jedes Mal hier diese Bemerkungen aus der Regierungsbank. Sie haben nachher die Gelegenheit zu erwidern. Ich erwarte jedenfalls von einer Partei, die sich christlich nennt, auch sich für Menschen einzusetzen, die Behinderungen haben und Beeinträchtigungen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Augenblick, Herr Rudolph. Meine Damen und Herren, kommen Sie bitte wieder zur Ruhe. Und es ist richtig, Zwischenrufe von der Regierungsbank wollen wir nicht. Wenn Sie den Präsidenten kritisieren wollen, können wir gerne einen Ältestenrat. Nein, Sie wollen nicht. Gut, dann hat Herr Rudolph das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich finde es nur sehr schade, dass wir bei diesem Thema, wo es um einen Personenkreis, der sehr begrenzt ist von der Anzahl her, nicht zu einer pragmatischen Lösung kommen. Und, Herr Bauer, das werfe ich Ihnen ganz konkret vor. Sie haben gesagt, es gibt keinen Handlungsbedarf. Das bestreite ich dezidiert. Sie haben auch nicht den Willen, etwas zu regeln. Und deswegen in 2003, damit das noch einmal klar ist, eine Initiative der GRÜNEN. Ich bin mal sehr gespannt mit der Begründung der GRÜNEN, warum was damals richtig war, heute falsch ist. Wir wollen Menschen, die beeinträchtigt sind, ehrenamtliches Engagement zu ermöglichen. Das ist finanziell zu verkraften. Und deswegen, meine Damen und Herren, erwarten wir, dass wir konkrete Handlungsoptionen machen. Bisher hat der Vertreter der CDU gesagt, sie wollen es nicht. Das ist das falsche Signal. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Danke, Herr Rudolph. Für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN erteile ich Frau Goldbach das Wort.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich versuche jetzt einmal, ein bisschen Ruhe wieder in diese Debatte zu bringen. Punkt 1. Wir haben im Koalitionsvertrag stehen, dass wir in den Kommunen gemeinsam mit den Kommunen dafür sorgen werden und wollen, dass Menschen mit Behinderungen ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben realisieren können. Das schließt auch die Ausübung eines Mandates ein. Dazu stehen wir. Und noch einmal, Herr Rudolph, ganz kurz. Also, der Herr Bauer hat ganz klar gesagt, wir beraten im Ausschuss ohnehin über HGO-Änderungen im Innenausschuss. Und er hat auch gesagt, wir werden auch diesen Gesetzentwurf, den die GRÜNEN 2003 schon einmal eingebracht haben, gerne dort noch einmal gemeinsam beraten und prüfen. So. Jetzt schauen wir uns doch einmal an, wie ist das denn generell geregelt? Ich habe einmal geguckt, wie ist es in anderen Bundesländern. Erstaunlicherweise gibt es keine vergleichbare Regelung in keinem anderen Bundesland, sondern es ist immer nur der allgemeine Passus enthalten, dass einem Mandatsträger oder einer Mandatsträgerin alle entstehenden Aufwendungen und Kosten zu erstatten sind. Das ist das eine. § 35a Hessische Gemeindeordnung kann man so auslegen, dass eben auch die besonders hohen Aufwendungen von Mandatsträgern mit Behinderungen ihre Kosten erstattet bekommen müssen. Und ein bisschen schwierig finde ich, dass sich das vor allem auf sachliche, finanzielle Hilfen bezieht. Denn was heißt denn das konkret? Sie haben ja zu Recht gesagt, hier gab es einen Kollegen, der im Rollstuhl saß, und es wurden hier bauliche Maßnahmen ergriffen, um ihm die Teilnahme hier zu ermöglichen, völlig in Ordnung. Ich möchte aber einmal den Blick lenken auf eine Kommune, beispielsweise meinen Kreistag, in dem ich auch bin. Da haben wir auch einen Kollegen, der im Rollstuhl sitzt. Und da ist es aber nicht so, dass wir einen Plenarraum oder ein Gebäude haben, das wir dann umbauen, barrierefrei, sondern wir touren durch den ganzen Kreis, durch sämtliche Bürgerhäuser. Das ist schon einmal so ein bisschen ein Problem, denn das hieße dann, also schreiben wir allen Gemeinden vor, wie die möglichen Orte, an denen die Sitzungen stattfinden, auszusehen haben? Tatsächlich ist es so, dass er niemals ein Problem dabei hatte, sein Mandat auszuüben. Was ich damit sagen will, ist, natürlich müssen wir das den Menschen ermöglichen. Die Frage ist nur, wie machen das die Kommunen? Und müssen wir nicht unbedingt als allererstes mit den Kommunen, mit den kommunalen Spitzenverbänden, mit den Vertretern erst einmal sprechen, wie wir da zu einer vernünftigen Regelung kommen? Und aus meiner Zeit in einer Kreisverwaltung, in der ich mit Schulen zu tun hatte und da gesehen habe, was das heißt, auch wenn wir Menschen mit Behinderungen die Teilhabe ermöglichen können, heißt das eben nicht nur Rampen bauen und Fahrstühle, sondern das heißt im Zweifel auch, jemand mit Gehörschäden muss in die Lage versetzt werden, in einem Raum zu hören und zu verstehen, der dafür eigentlich nicht geeignet ist. Das geht weiter mit Menschen mit starken Sehbehinderungen bis hin zu Blindheit, die in die Lage versetzt werden müssen, vielleicht durch Brailleschrift, spezielle Computer. Das alles muss gemacht werden. Wir stehen dazu, das ist keine Frage, und da dürfen auch die Kosten keine Rolle spielen. Aber letztlich muss die Kommune es umsetzen, und deswegen plädieren wir sehr stark dafür, dass wir genau das, wie finden wir eine einvernehmliche Lösung, um das in Zukunft zu regeln, wie wir das mit den Kommunen und den kommunalen Spitzenverbänden regeln können. Ich finde auch Ihre Idee gar nicht schlecht, Herr Rudolph, mal zu prüfen, ob das vielleicht durch einen Erlass geht. Das alles werden wir dort besprechen, gemeinsam. Und ich denke, dass wir da zu einer guten Regelung kommen. Und es gilt ganz klar, dass die GRÜNEN und auch unser Koalitionspartner dazu stehen, es darf niemand aufgrund seiner Behinderung daran gehindert werden, auch ein Mandat, auch ein kommunales Mandat auszuüben. Dazu stehen wir. Danke, Frau Goldbach. Zu einer Kurzintervention hat sich Herr Rudolph zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Frau Goldbach, Herr Bauer hat klar gesagt, für jeden Mann und jede Frau zu hören, es gibt nichts zu regeln. Das ist etwas anderes, als Sie hier vorgetragen haben. Und wissen Sie, Ihr Ansatz, Sie haben eher aufgezeigt, wie schwierig das alles ist. Ja, das Thema Inklusion erleben auch in anderen Bereichen, wird Geld kosten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das kann uns aber doch nicht hindern,
zu sagen, ich darf mich diesem Thema nicht zuwenden. Wer die UN-Menschenrechtskonvention, in dem Punkt Behindertenkonvention, ratifiziert und anerkennt, der muss auch mit den Konsequenzen leben. Die Frage der Ausgestaltung, das ist dann eine Sache der Gebietskörperschaft vor Ort. Aber hier geht es darum, auch ein Signal der Gesellschaft zu senden, dass Menschen mit Beeinträchtigungen, mit gesundheitlichen Behinderungen ehrenamtlich tätig sein können. Wie vereinbart sich das? Sie wollen Ehrenamt als Verfassungsziel in die Hessische Verfassung aufnehmen. Das hat Konsequenzen, nicht nur in Sonntagsreden. Und deswegen werden Sie sich einmal in der Koalition einig. Sie sagen, darüber müssen wir reden. Herr Bauer sieht keinen Handlungsbedarf. Was gilt denn nun, meine sehr verehrten Damen und Herren? Wir wollen Menschen helfen, die Beeinträchtigungen haben. Und deswegen ist es gut und richtig, dass es den Gesetzentwurf gibt. Ich könnte mir eine Erlassregelung vorstellen, eine pragmatische. Und das wird auch nicht die Unsummen kosten, weil es sind nicht Tausende. Wir haben unterschiedliche Beeinträchtigungen. Aber wichtig ist, dass Menschen nicht ausgegrenzt werden. Das muss unser gemeinsames Ziel sein. Bisher sind Sie da nicht bereit zu. Vielen Dank. Danke, Herr Rudolph. Frau Goldbach, Sie haben 2 Minuten Zeit zur Antwort. Herr Kollege Rudolph, wir sind doch ganz nah beieinander, auch wenn Sie sich dabei jetzt unwohl fühlen. Sie haben ins Gespräch gebracht, vielleicht durch eine Verordnung oder einen Erlass eine Regelung zu treffen. Und Sie haben auch ausdrücklich gesagt, wenn ich mich nicht verhört habe, Sie wissen nicht, ob die HGO-Änderung der richtige Schritt oder die richtige Maßnahme ist. Wir sagen nichts anderes. Und bitte, wir sind uns völlig einig darin, dass Menschen mit Behinderungen auch am politischen Leben, Ausübung eines Mandats teilhaben müssen. So, und da sind wir uns einig. Und der Herr Bauer hat auch gesagt, wir werden im Ausschuss, wenn wir über die HGO-Änderungen, die ohnehin anstehen, beraten, auch darüber sprechen. Wir werden mit den Kommunalen Spitzenverbänden dort sprechen. Und das tun wir auch so. Ich denke, es wäre wirklich unwürdig, wenn wir hier an diesem Punkt, bei diesem wichtigen Thema jetzt versuchen würden, zu polarisieren, weil die Zielrichtung, glaube ich, ist völlig klar. Danke, Frau Goldbach. Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Hahn das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Ich habe nur gerade bei der Uhr geschaut. Wir haben doch Zeit, oder? Ich muss gestehen, dass ich die Emotionen, die sich in der letzten halben Stunde hier aufgeschaukelt haben, beim besten Willen nicht nachvollziehen kann. Sie wissen, ich bin Vater eines geistig und körperlich behinderten Sohnes. Ich muss gestehen, ich erlebe diese Gesellschaft immer nur so, dass sie versucht zu helfen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, versucht zu helfen. Es geht nicht immer. Aber wenn es geht, wird es gemacht. Und das nun schon, mein Sohn ist 25 Jahre, seit 25 Jahren. Ich verstehe nicht, dass man eine solche Diskussion so führt und gleich Gesetze einbringt. Ich würde gerne einmal wissen, und zwar mit Namen und Anschrift, wo ist in einer hessischen Kommune derart Negatives passiert? Ich möchte das deshalb wissen, weil ich unverzüglich zum Telefonhörer greifen würde und den, die Bürgermeister gegendert, wie auch immer, anrufen würde und fragen würde, in höflicherer Form, als ich das jetzt sagen darf, weil sonst müsste der Präsident mich rügen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es so etwas in Hessen gibt. Und ich habe noch nirgendwo ein Beispiel gehört. Und Sie haben ja auch kein Beispiel gesagt. Nein, nein, bitte nicht dazwischenrufen. Das ist jetzt ganz billig. Sondern wenn, kommen Sie hier vor und sagen Sie bitte in Adorf, okay, das haben wir gerade, also das nehmen wir jetzt einmal zur Seite, in Bedorf, das haben wir nicht in Hessen, oder in X-Stadt ist das und das so und so passiert. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, machen wir erst einmal Sachverhaltsaufklärung. Und wenn dann bei dem Ergebnis feststeht, es gibt in der einen oder anderen, wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, in einer Kommune Schwierigkeiten, dann müssen wir überlegen, wie wir diese lösen. Ich glaube, die einfachste ist der Anruf beim Bürgermeister oder beim Landrat. Und zwar mit dem ganz stilsicheren Hinweis, wenn du meinst, du hast rechtliche Probleme, dann ändere schlicht und ergreifend die Entschädigungssatzung. Da kann jede Kommune es hereinschreiben, wenn sie es denn will. Aber wir müssen doch jetzt nicht gleich ein Gesetz ändern.
wo wir noch nicht einmal konkret einen Fall von diesem Pult aus gehört haben. Deshalb, Sie merken, ich bin fassungslos, weil hier wird natürlich ein Spiel auf dem Rücken der Behinderten geführt. Und das will ich nicht. Ich halte das für falsch. Ich halte es für gut, wie es unsere Gesellschaft organisiert ist, dass die Probleme, ich, mein Gefühl, seit 25 Jahren versucht wird zu lösen. Und deshalb bitte runterdimmen und bitte holen, machen wir eine Anhörung. Die können wir gemeinsam mit der HGO-Anhörung machen. Da müssen wir nicht separat noch eine Veranstaltung durchführen. Und wenn die Butter bei die Fisch wirklich käme, ich garantiere Ihnen, noch heute würde ich den Bürgermeister, die Bürgermeisterin anrufen und fragen, ob das denn wirklich so ernst gemeint ist. Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, dimm herunter. Wenn es ein Problem ist, löst es, aber bitte mit der niedrigsten Schwelle. Und die beginnt, lieber Kollege Rudolph, erst einmal in der Entschädigungssatzung. Wenn die nicht wirkt, können wir vielleicht zur Verordnung kommen. Aber ich habe das Gefühl, die hessischen Bürgermeister und Landräte sind so fit, dass das überhaupt nicht notwendig ist. Vielen herzlichen Dank. Danke, Herr Hahn. Zu einer Kurzintervention hat sich Frau Schott, Fraktion DIE LINKE, gemeldet. Herr Hahn, selbstverständlich hat es diesen Einzelfall gegeben. Und wenn Sie mir vorhin zugehört hätten, dann wüssten Sie das auch. Ich habe nämlich genau damit meine Rede eröffnet. Und es geht hier nicht darum, eine Einzelfalllösung zu schaffen. Und es geht hier nicht darum, im einzelnen Fall, wenn es passiert, einen Bürgermeister oder einen Landrat anzurufen, sondern es geht darum, Lösungen zu schaffen, die Strukturen hervorbringen, dass eben genau das nicht passiert. Und ich werde auch ganz sicher nicht mit Namen und Anschrift, wie Sie es hier eingefordert haben, einen behinderten Menschen an den Pranger stellen, der es ohnehin in seiner Kommunalvertretung gerade schon schwierig hat. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Da werden Sie sich schon darauf verlassen müssen, dass ich Ihnen sage, dass es diesen Fall gegeben hat, der sich um Hilfe an uns gewandt hat. Nehmen Sie also bitte zur Kenntnis, dass Ihre Vorstellungskraft offensichtlich an der Stelle nicht ausreicht. Danke, Frau Schott. Herr Hahn, Sie haben 2 Minuten Gelegenheit zur Antwort. Frau Vorsitzende, Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ja, ich übernehme gerne den Hinweis des parlamentarischen Geschäftsführers der SPD, dass rein formal der die Vorsitzende des Parlaments anzusprechen ist. Aber ich hatte das Gefühl, dass wir alle hier schon einmal Erfahrung hatten und dass letztlich die Arbeit im Hauptamt einer Kommune durchgeführt wird, jedenfalls bei kleineren Kommunen. Deshalb kam ich auf den Bürgermeister und Landrätin. Frau Schott, ich bin jetzt nur noch einmal hier vorgekommen, weil ich Ihnen schlicht und ergreifend in aller Deutlichkeit widersprechen möchte. Wir haben in Hessen die Strukturen. Wir brauchen nicht von Ihnen Nachhilfe dafür, dass wir Strukturen ändern müssen. Die Strukturen sind hervorragend. Vielen herzlichen Dank. Danke, Herr Hahn. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Beuth das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte vielleicht vorneweg eine Bemerkung machen, zu der mich Frau Schott jetzt gerade getrieben hat. Sie haben das so flapsig gesagt. In Deutschland und in Hessen stehen behinderte Menschen nicht am Pranger, und zwar zu keinem Zeitpunkt nirgendwo. Ich finde es schade, dass in der Debatte Begrifflichkeiten oder Sätze formuliert worden sind, wo infrage gestellt wird, dass sich hier irgendein Teil des Parlaments nicht etwa dem wichtigen Thema Inklusion zuwenden würde. Das ist nicht wahr. Das würde ich auch keinem von den Sozialdemokraten unterstellen oder irgendeinem anderen hier im Parlament. Wir wollen Menschen helfen, Herr Kollege Rudolph. Wenn man es einmal ganz nüchtern und einfach sozusagen betrachtet, nicht aufgeregt, nicht polarisierend. Wir wollen Menschen helfen. Ja? Und ehrenamtlichen Kommunalpolitikern in Hessen wird bereits geholfen. Ich denke, wir sind uns alle einig, ein behinderter Mandatsträger muss in die Lage versetzt werden, dass er seine kommunale ehrenamtliche Tätigkeit genauso wahrnehmen kann wie ein nicht behinderter Mandatsträger. Er soll die Nachteile, die ihm durch seine Behinderung entstehen, so ausgeglichen bekommen, dass er das Mandat vernünftig wahrnehmen kann. Selbstverständlich. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Landesregierung ist der Ansicht, dass wir hierfür keine neue gesetzliche Regelung
wie sie von der Fraktion DIE LINKE vorgeschlagen wird, brauchen. Die entscheidende Norm ist in § 35a, der schon hier zitiert worden ist, Absatz 1, Satz 1 der Hessischen Gemeindeordnung schon vorhanden. Ich zitiere: Niemand darf daran gehindert werden, sich um ein Mandat als Gemeindevertreter zu bewerben, es anzunehmen und es auszuüben. So steht es bereits heute in der Hessischen Gemeindeordnung. Im Zusammenhang mit dem allgemeinen Benachteiligungsverbot des Artikel 3 des Grundgesetzes ist dort der gesetzliche Anspruch des Nachteilsausgleichs geregelt. Im Übrigen findet sich in § 1 des Hessischen Behinderten- und Gleichstellungsgesetzes ein allgemeines Benachteiligungsverbot. Ich finde, dass damit deutlich wird, dass der Gesetzgeber in Hessen, also praktisch Sie, deutlich machen, dass Sie diese Benachteiligungen nicht wünschen. Der Nachteilsausgleich ist aus Sicht der Landesregierung übrigens nicht allein eine Frage der Aufwandsentschädigung. § 35a versetzt die Kommunen vor Ort in die Lage, zu entscheiden, ob sie den behinderungsbedingten Nachteil des betroffenen Mandatsträgers sachlich oder finanziell ausgleichen. Die Kommunen könnten also z.B. von sich aus bestimmte technische Einrichtungen für einen behinderten Mandatsträger vorhalten und bereitstellen. Dies wäre allerdings nach dem Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE nicht möglich. Der Ausgleich würde sich allein auf eine erhöhte Aufwandsentschädigung beschränken. Das ist aus meiner Sicht nicht im Sinne der kommunalen Selbstverwaltung. Diese Auffassung, diese Rechtsauffassung, und deswegen verstehe ich auch die Aufregung, die hier in die Debatte hineingekommen ist, überhaupt nicht. Diese Rechtsauffassung vertritt das Innenministerium in langjähriger Tradition. In langjähriger Tradition. Sie wurde in einer Dienstbesprechung mit Vertretern der Regierungspräsidien im Jahre 2002 festgehalten und damit den Kommunalaufsichten als Rechtsrahmen bereits vorgegeben. Mir als Innenminister und damit oberste Kommunalaufsicht ist auch kein praktischer Fall bekannt, wo es zu den dargestellten Problemen für behinderte Mandatsträger gekommen wäre. Im Gegenteil. So haben wir z.B. im Mai dieses Jahres eine Anfrage einer Kommune beantwortet. In diesem Fall hatte sich ein taubstummer Mensch für einen Listenplatz für die anstehende Kommunalwahl interessiert. Die Kommune stellte sich die Frage, das ist ganz in dem, was der Kollege Hahn hier berichtet hat, die Kommune stellte sich die Frage, welche Unterstützung aus städtischen Mitteln in diesem konkreten Fall bereitzustellen wäre, wie z.B. Gebärdendolmetscher, wenn der Listenbewerber tatsächlich gewählt wird. Hier haben wir die gerade dargestellte Rechtsauffassung kommuniziert, und es ist nicht erkennbar, dass es dabei vor Ort zu irgendeinem Problem gekommen wäre. Und wenn in dem Gesetzentwurf von einem Vorschlag des Regierungspräsidiums Kassel die Rede ist, kann ich Sie auf Folgendes hinweisen. Die Formulierung in der Gesetzesbegründung stammt eins zu eins aus einem Gesetzentwurf, das haben wir hier schon erörtert, von Bündnis 90 die Grünen aus dem Jahre 2003. Ich kann Ihnen versichern, dass der Fall, auf den Sie sich in Ihrer Begründung beziehen oder auf den sich damals die Grünen bezogen haben, innerhalb der letzten 12 Jahre selbstverständlich im vorstehenden Sinne bereits gelöst worden ist. Also auch hier wird deutlich, dass wir eine entsprechende Regelung in unserer Hessischen Gemeindeordnung nicht benötigen. Und wenn wir sie nicht benötigen und es bereits geregelt ist, dann brauchen wir sie auch nicht aufzunehmen. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsminister. Wir sind damit am Ende der ersten Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion DIE LINKE für ein Gesetz zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung angelangt und überweisen die Drucksache 19-2412 zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Innenausschuss.